Was für ein großartiger Mann, dein Bach. Nicht wahr? Als Hofkapellmeister hat er nicht seinesgleichen. Ich bin stolz auf ihn. Du musst ihn mir bitte hernach vorstellen. Mit dem größten Vergnügen. Nun, Bach? Auch so zufrieden? Ach, durchlaucht. Diese böhmischen Trompeten. Ja, für die bliebe mein Hofkapellmeister am liebsten ganz und gar in Karlsbad. Nein, 4 Wochen waren lange genug. Immerhin hat er hier in der großen Welt Furore gemacht. Die Welt in Köthen ist auch nicht schlecht. Es ist eine sehr kleine Welt, Bach. Sie haben in Köthen mein Glück gemacht, Durchlaucht. Und zu Hause wartet die Frau. Sie soll leben, Bach. So trinken wir auf die glückliche Heimkehr. Auf das Glück? Das Glück in Köthen. Durchlaucht. Ihr seht doch wunderbar aus, unser Bach. Also, Vetter? Ja. Bach? Der Markgraf von Brandenburg und er wünscht ihm seine Bewunderung auszudrücken. Euer Gnaden? Hör mir zu, Bach. Sicherlich weiß er, ich habe daheim auch ein recht passables Orchester. Eine brandenburgische Rarität, Bach. Mein Vetter unterhält das einzige Orchester im ganzen Königreich Preußen. Vielleicht hätte er Lust, ein paar Stücke dafür zu komponieren, darin meine Musiker mal nach Herzenslust brillieren können. Und ich habe exzellente Solisten. Wenn Durchlaucht gestatten. Mach mir meinen Kapellmeister nicht abspenstig. Ich bin nicht so reich wie du. Aber wo werd ich? Einige kleine Konzerte, denke ich, in der Art, wie wir es heute hörten. Nicht mehr als so ein halbes Dutzend. Mit Vergnügen, euer Gnaden. Also vergiss er mich nicht. Ah ja, was war das für ein Flötenstück, das er in der vorigen Woche am Ende seiner Suite gespielt hat? Die Badinerie. Wie? Candelei, Badinerie. Badinerie? Verzeih, ja, das Wort kenne ich nicht. Aber das Stück, das würde ich wohl mit Vergnügen noch einmal hören. Ich hoffe, er wird meinem Vetter das Vergnügen nicht versagen, Bach. Es ist unser letztes Konzert hier. Meine Damen und Herren, die Badinerie.
Dass Herr Hofkapellmeister jetzt auf Reisen ist. Sie muss doch nicht sterben, Herr Doktor, nicht? Nicht wahr, sie muss nicht sterben. Lass mich durch. Vier Kinder? Vier. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Pause. Das Gepäck kommt morgen nach. Danke. Frühestens übermorgen. Hey. Barbara. Wollen Sie nicht mit heimkommen? Oh,
Vater erfährt, gibt's noch was. Wie oft habe ich euch gesagt, in der Küche muss man sich vorsehen. Immer dieses Gezanke. Wo ist Dörte? Einkaufen. Geh und halt die Hand in den Brunnen, das kühlt. Nicht immer deinen Bruder hauen. Herr Hofkapellmeister. Das große Haus. Die Wäsche. Die Küche, die Kinder. Ich schaff's nicht. Es fehlt die Mutter. Nein, Bach. Köthen ist gewiss nicht die Welt. Für mich ist es die Welt, Durchlaucht. Mit einer Kapelle hervorragender Musiker. Von Ihnen versehen mit trefflichen Instrumenten. Weil ich Sie ja hören muss. Vor allem, Durchlaucht. Ich habe in Ihnen einen Fürsten, der die Musik versteht. Und der mich mit seiner Gunst überhäuft. Nicht so bescheiden, Bach. Ich profitiere ja auch von seiner Musik, wie von keiner anderen zuvor. Warum will er denn fort von hier? Ich habe mit Umsicht versucht, ihm hier in Köthen sein Glück zu begründen. Ich weiß das, Durchlaucht. Und 2,5 Jahre bin ich hier so glücklich gewesen wie nie in meinem Leben. Seitdem. Ich kann mich nicht abfinden. Ich kann hier nicht länger glücklich sein. Es ist nicht Ihre Schuld und nicht meine, Durchlaucht. Ich habe es gewusst, Bach. Aber ich kann es nicht ändern. Sie nicht wieder lebendig machen. Dörte. In diesem Hemd vor das Konsistorium in Hamburg? Ja, aber der Herr Vater bekommt noch 3 andere mit. Dem alten Reinken will ich auch noch meinen Besuch machen. Wer ist das? Der Organist von St. Nikolai. Herr Vater, stimmt das? St. Katharin. Ich bin von Lüneburg nach Hamburg zu Fuß, um ihn zu hören und von ihm zu lernen. Ratet, wie alt er ist. 97 Jahre. 97. Und immer noch im Amt. Aber bitte, warum sollen wir denn hier weg? Wieso, Herr Vater? Wir müssen ein anderes Leben haben. Einen neuen Anfang. Irgendwo. Thank you.
Er weiß nicht, was er will. Tut die lange Reise von seinem Kuhkölten bis Hamburg und weiß nicht, was er will. Als ich wegfuhr, wusste ich's ganz genau. Nun, so bleibt er dabei. Es fällt mir doch sehr schwer, den Fürsten zu verlassen. Nicht verlassen. Weitergehen. Bach. Er hat in der ganzen Welt nur zwei Möglichkeiten als Musiker. Nur zwei. Fürstenhof oder Kirche. Fürstenhof meint einen Hof und ist exklusiv. Für einen. Die Kirche ist nicht exklusiv, aber da hat er die ganze Stadt. Und er hört ihn, die ganze Welt. Hofluft macht eng. Stadtluft macht frei. Ich hör's doch an seiner Musik, Bach, wohin er gehört. Ins lebendige Leben gehört er. Und red er mir nicht dauernd dazwischen. Der alte Reinken wartet längst, dass er ihm vorspielt. Und ich habe Senatoren, Ratsherren, Kaufleute, Schiffseigner und was sonst auf sich hält und von Musik versteht, längst unterrichtet, dass mit ihm einer kommt, der des Anhörens wert ist. Und während er ihnen die Ohren dröhnen macht, Bach, nehm ich mir den Kirchenvorstand vor. Und das Konsistorium? Hier verwalten die Bürger ihre Kirche selber. Kein Konsistorium und keine Fürsten. Und das wäre ja gelacht, wenn sie den Bach nicht zum Organisten nehmen. Thank you.
Tja, dass er berühmt ist, haben wir gehört. Sind wir niemand? Und dass er spielen kann, erwarten wir. Aber meine Herren Kirchenvorstände, von diesem Bach wird man noch in Jahrhunderten reden. Das hat man vom Händel auch gesagt. Und der war vorher hier. Telemann in Frankfurt, Petzold in Dresden und Graupner in Darmstadt sind weitaus berühmter. Oder will er mir das leugnen, Herr Hauptpastor? Wo liegt denn dieses Köthen? Bei Weimar, glaube ich. Irgendwo. Ach, in Weimar war er auch? Wer soll sich diese Duodez-Fürstentümer alle merken? Ich kenne Weimar. In unserer Handelsniederlassung auf Trinidad gibt es mehr Negersklaven als in Weimar Häuser. Wir sollten in jedem Fall die Mitbewerber einschätzen. Wie der Bach spielt, steckt er sie alle in den Sack. Das wollen wir überhaupt nicht unterschätzen. Ich meine, was der Bach im Sack hat. Was er zahlt. Dieser Mann zahlt mit seiner Meisterschaft. Herr Hauptpastor, das musikalische Hamburg ist eine Goldgrube. Ich finde solchen Ämterkauf unserer unwürdig, meine Herren. Mein lieber Herr Hauptpastor, es finden sich viele Gründe, den Verkauf eines Organistenamtes nicht einzuführen. Aber jedes Ding hat seinen Preis. Und so wollen wir es halten. Wohl wahr, Herr Schiffsmakler. Sehr wahr. Wenn der Erwählte aus freien Stücken seine Erkenntlichkeit zeigen will, dann... Es ist unser Ruhm, wenn wir ihn für uns gewinnen. Mit St. Jacobi geben wir ihm eine gute Krippe. Und wenn er sich erkenntlich zeigt, nehmen wir ihn. Das Thema ist doch wohl ein altniederländisches Lied, nicht wahr? 20 Variationen. Und die Fuga. Fuga cum comis. Ich hatte gedacht, diese Kunst sei seit langem verloren gegangen. Ich sehe aber mit Freude, dass sie in Ihnen, dass sie noch lebt in Ihnen. Bewerber für das Organistenamt. Und unten wäre Herr Bach. Bach, warum sitzt er nicht hier? Einen Bach lässt man nicht an de Chambrion. Vergebung, Herr Hauptpastor. Gewährt, keine Umstände. Bach! Nun, warum kommt er nicht drauf zu mir? Hat er eine gute Nacht gehabt? Ich danke sehr. Da ist der Stuhl. Ja, hier ist die Liste seiner Mitbewerber. 7 an der Zahl. Mit ihm mithalten kann keiner. Was die Musik betrifft. Was kann er zahlen? Ja, in Hamburg ist es üblich, für das Amt zu bezahlen. Das ist der springende Punkt. Herr Hauptpastor, ich kaufe das Amt nicht. Ach, kaufen. Zu kaufen ist es gar nicht. Um die Erkenntlichkeit geht es Ihnen. Bach,
Jetzt hör er mich einmal an. Das Amt ist gut dotiert. Der Dienst bringt ihn nicht um. Und von Nebenpflichten ist er ledig. Was für Nebenpflichten sollten das sein? Nun, der Johann Kuhnau in Leipzig zum Beispiel ist zwar Musikdirektor an zwei Hauptkirchen, muss aber noch nebenbei an der Thomasschule den Kantor spielen und Lateinunterricht geben. Leipzig steht nicht zur Debatte. Sehr wahr. Denn Hamburg hat ihm weit mehr zu bieten. Hier sagt sich doch die ganze Welt guten Tag. Auch die musikalische Welt. Unser großes Collegium Musicum spielt die Musik aus Rom, wie aus Wien, aus Venedig, so gut wie aus Dresden. Hier haben die Bürger seit 40 Jahren ihre deutsche Oper. Und das alles, Kirche, Konzert, Oper, steht ihm offen. Schüler, so viel er will. Und die Privatmusiken bei den Patriziern, das wird bezahlt. Der Matheson, er kennt ihn, kam mit nichts hierher und hat jetzt Haus und Hof. Ist Domkantor und kleidet sich wie ein Fürst. Hält seine eigenen Reitpferde. Der Händel, der in London so berühmt ist, hat hier in Hamburg in einem einzigen Jahr das ganze Geld für seine große Italienreise erworben. Hier wird mit der Musik verdient, Bach. Und dafür wollen sie Geld haben. Ich gehe mit meiner Kunst nicht zum Markt. So. Lebt er von Sonne und Luft, wie die Lilien auf dem Felde. Ach. Hier wird er verstanden. Hier hat er ausgesorgt. Ich weiß doch, warum ich mit ihm ringe, wie der Erzvater Jakob mit dem Engel. Hier. Der Heidmann. Das ist ein Hamburger Mitbewerber. Hat für den Fall seiner Wahl 4.000 Mark in Courant angeboten. Und das ist gut angelegtes Geld, Bach. 4.000 Mark? So viel Geld habe ich noch nie in meinem Leben beisammen gesehen. Ich bin Witwe. Ich habe 4 Kinder zu ernähren, zu behausen, zu begleiten. Dazu die Magd. Ich bin auf viele Dienste angewiesen. Ich lebe teuer. 4.000 Mark. Ich müsste ja... Ja, wir müssten 4,5 Jahre von der Luft leben. Kann er es nicht irgendwo leihen? Nein. Nein, ich hab's auch nicht. Und ich kann in Hamburg gerade für diesen Zweck schwerlich borgen gehen. Dann ist es schon entschieden. Nein! Nichts ist entschieden. Das Vorspiel ist auf den 28. November angesetzt. Am 23. Und auch November. Geldsäcke haben Ohren, daran man sie fassen kann. Am 23. November ruft mein Fürst mich heim. Nein. Nein. Mach. Er muss bleiben. Mein Fürst braucht meine Musik an seinem Geburtstag. Und ich bin ihm verpflichtet. Der Vertrag. Ja, der Vertrag. Aber viel mehr als Vertrag durch seine Güte. Die Herren kennen mein Orgelspiel und ich halte meine Bewerbung ja aufrecht.
unterschreibe. Schreibe uns das noch einmal. Gut. Aber das ist doch wohl Abschied, nicht? Herr Hauptpastor Neumeister. Es fällt mir nicht leicht. Als ich kam, wusste ich nicht, dass ich hier einen so guten Freund habe. Er hat ihn weiter. Und wenn er daheim ist, habe ich noch lange nicht aufgegeben. Und die Verzierung? Ein Triller mit Nachschlag. So. Ja. Ja, schön gleichmäßig. Und die Handhaltung. Herr Vater, ich bring was. Hier, ein Brief aus Hamburg. Nach dem Unterricht, Dörte. Nein, bitte. Ich bin doch so schrecklich neugierig, Herr Vater. Und ich bin's auch, Herr Vater. So? Na. Von Herrn Hauptpastor Neumeister. Aber Sie haben überhaupt nichts von Hamburg erzählt. Was schreibt er in dem Brief? Nichts von Bedeutung. Nur, dass jetzt ein gewisser Monsieur Heidmann Organist an St. Jakobi wird. Und dass er dafür 4.000 Mark Courant in die Kirchenkasse richtig zahlen wird. Ist das viel Geld, Herr Vater? Nichts von Bedeutung. Geh nur wieder, Dörte. Und wir machen weiter. Schön gleichmäßig. Es ist 2:30 in der Nacht. Wollen der Hofkapellmeister nicht endlich ins Bett gehen? Ach.
Friedemann. Gäste in meiner Komponierstube habe ich nicht gern. Das ist aber ein sehr seltsames Klavier, Herr Vater, für das Sie hier etwas geschrieben haben. Hier steht, das wohltemperierte Klavier. Ja, gibt es denn noch kalte und heiße Klaviere, Herr Vater? Nein, aber ungenügend gestimmte. Zu scharf oder zu schwebend. Eine Tonleiter ist doch aber eine Tonleiter. Pass mal auf, um ein Klavier so zu stimmen, dass man in allen Tonarten darauf spielen kann, haben sich Musiker seit Jahrhunderten den Kopf zerbrochen. Und ein solches Klavier wird dann das wohltemperierte. Junge, das ist noch zu schwer für dich. Na, aber Sie schreiben es doch, Herr Vater. Jawohl. Und es wird das erste Klavierbuch überhaupt, das durch alle 24 Tonarten geht. Ein Präludium und eine Fuge zu jeder. Ich will's spielen. Machst du auch. Aber später, jetzt kannst du es noch nicht. Haben Sie auch mal nur solche Stücke gespielt, Herr Vater, die Sie sowieso schon spielen konnten? Nein. Mein Bruder in Ohrdruf, der mich unterrichtet hat. Herrgott, wo ist die Partitur? Alle Stimmen sind falsch abgeschrieben. Mein Bruder in Ohrdruf besaß ein Buch mit Abschriften der größten Komponisten. Und er hat mir auch gesagt, das ist noch zu schwer und hat es weggeschlossen. Und Sie? Es war ein Schrank mit Gitterstäben und ich konnte durchfassen. Und nachts, bei Mondschein, bin ich heimlich aufgestanden und habe mir es abgeschrieben. Und gespielt? 6 voller Monate hat es gedauert. Und gespielt? Nein. Mein Bruder hat mir die Abschrift auch weggeschlossen. Das habe ich ihm nie verziehen. Und seitdem, wo ich was lesen konnte, wo ich was lernen konnte, habe ich es gelesen, habe ich es gelernt und habe mir es abgeschrieben. Auch wenn es zu schwer war? Friedemann, du bist ein Hartnäckiger wie dein Vater. Also spiel's. Wir werden ein Klavierbüchlein für dich anlegen, ja? Woran soll man lernen, als an dem, was man noch nicht kann? Herr Vater, nun sprechen Sie genau wie die Mutter.
Lise! Lise! Warum ist das Holz alle? Wir hatten doch nur zwei Klafter angeschafft. Zwei? Das Haus braucht sechs. Wir hatten doch vom letzten Winter noch was übrig. Na, der war ja auch unnatürlich mild. Ja, das ist ja so zu, dass wir noch ein paar Klafter kriegen. Ich war zuerst da. Nein, ich war zuerst. Und was war denn mit der Mehlsuppe heute Morgen? Nein, ich. Die Kinder wollten sie nicht essen. Weil das mit dumpfig ist. Was dumpfig? Von wann ist es denn? Von St. Martin. Ach, Lisa, dass ich so lange kein Mehl hält, weiß sie doch. Lisa, warum läuft denn der Bernhard in Strümpfen rum? Er zieht sich immer die Schuhe aus. Er hat sie ausgewachsen. Sind denn keine Alten von Philipp mehr da? Das sind doch die von Philipp. Der Junge wächst schneller. Ja. Was ist mit den Vorräten? Nein, lass das mal. Lass das mal. Die Grütze ist noch gut. Den Rüben wird's knapp. Da muss sie aufpassen, wenn die Bauern die Mieten aufmachen. Und wer wird das Fuhrwerk bestellen? Ja, ich mach's. Weil ich doch nur eine Magd bin. Ja, ich mach's. Na, wirf schon. Lise! Ja. Was soll das? Dem Philipp ist die Jacke zu kurz. Oh. Kann er nicht eine alte vom Friedemann anziehen? Von dem ist nichts mehr da. Der Junge ist ein schrecklicher Reißteufel. Gut, ich schicke beim nächsten die Dörte zum Schneider. Ja? Und die Schuhe? Dann muss ich mit dem Jungen zum Schuster gehen. Ja, Herr Hofkapellmeister. Lise! Ja! Die Partituren gehen an den Markgrafen von Brandenburg. Oh. Mit solchen Packleinen. Was denkt sie sich? Es war kein anderes da. Da muss es eben beschafft werden! Ja, und von welchem Geld? Und wer soll es... Ich mach's! Ja. Oh. Ich mach's. Guten Morgen, Monsieur. Guten Morgen, Herr Hofkapellmeister. Herr Hofkapellmeister, ich möchte Ihnen die beiden Sänger aus Zerbst vorstellen. Mademoiselle Wilke, Monsieur Brauer. Sie haben die Noten? Gehen wir es an. Thank you.
Danke. Weiter, Takt 8. Mademoiselle? Halt! Mademoiselle, Frohe, das ist eine 16. und 2/32, aber Sie sind eine Triole. Aber es steht eine Triole da. Was eine Triole? Bitte. Na, das ist falsch. Das ist ja alles falsch. Man hat sich schlecht bedient, Mademoiselle. So hat das keinen Sinn. Wir werden es heute Nachmittag am Cembalo richten. Wir gehen weiter mit der Arie 3. Arie 3, ja? Monsieur Brauer. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns nichts mehr zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns nichts mehr zu tun. Leopolds Vortrefflichkeiten machen uns nichts mehr zu tun. Sie singt übrigens sehr ordentlich, Mademoiselle Wilken. Wilke. Anna Magdalena Wilke, Herr Hofkapellmeister. Wilke. Wilke? Ich kenne einen Hoftrompeter Wilke in Weißenfels. Das ist mein Vater, Herr Hofkapellmeister. Ach. Mademoiselle. Hier steht ein D. Und sie singt ein Cis. Und hier singt sie einfach die ganze Passage einen Ton höher. Was sagt sie denn dazu? Ja, da hat mich die Melodie von ganz allein hinaufgetragen. Sie jubelt so empor. Und es gehört ja auch zum Text. Frohe Stunden, die der Himmel selbst gebunden. Aber wenn es der Herr Hofkapellmeister so geschrieben hat... Nein, lass es doch so. Ich glaube, man kann es richten. Die Stelle nochmal. Sehr schön. An der Manschette ist der Saum aufgegangen. Schon lange. Man kann's richten. Ich habe gedacht, es wäre Zeit, mal mit meinem Kapellmeister zu reden. Ich sehe ihm an und er muss es mir gar nicht erst sagen. Er ist nicht unzufrieden, dass ich Mademoiselle Wilke am Hof als meine fürstliche Sängerin engagiert habe. Mache sich nichts vor und couragiere sich.
Er muss wieder eine Bachin haben. Und sein Fürst geht ihm voran. Und ich hoffe, mit gutem Beispiel. Da schaut er mich verblüfft an. Na, was ist Bach? Will er nicht wissen, wer es ist? Darf man fragen, Durchlaucht? Aber natürlich darf man Bach. Er hat sie auch schon gesehen. Friederike Henriette von Anhalt-Bernburg. Ja, ich habe lang gezögert. Und manchmal dachte ich schon, ich bleibe unvermählt. Ein Hage stolz auf einem Musenhof. Er wird sie auch bald kennenlernen. Sie wird ihm gefallen, Bach, obwohl ich überzeugt bin, sie hat ein ganz anderes Naturell als zum Beispiel Mademoiselle Wilke. Ist die eine das Er? Ist sie mehr die Courante? Durchlaucht sind richtig verliebt. Oh ja, Bach. Und darum muss die Musikstunde heute einmal ausfallen. Es ist so viel zu tun. Ah, die Vorbereitungen zur Hochzeit. Das ganze Schloss wird gerichtet. 5 Wochen lang, 5 Wochen Festlichkeiten. Bälle finden statt. Jagden, Maskeraden. Ich weiß gar nicht, was noch alles. Es wächst mir über den Kopf. Und etwas ganz, ganz Neues, Bach. Ein Oratorium. Keine Oper. Daneben, Bach. Ich werde Militär. Ich begründe die fürstlich-köthensche Garde. Das ist freilich sehr neu. In mancher Hinsicht nicht. Ich wurde erzogen auf der Preußischen Ritterakademie in Berlin. Und im Exerzieren nehme ich es gern mit dem Potsdamer Soldatenkönig auf. Der Generalbass weicht der Felddienstordnung. Mein Kapellmeister ist ohne Grund eifersüchtig. Denn nach der Hochzeit wird alles aufgeholt. Er muss sie uns aufführen, die für den Brandenburger Markgrafen verfassten Konzerte. Apropos, was hat er gesagt? Der Markgraf? Nichts. Was heißt nichts? Er hat sie erhalten, die Konzerte, in Leder gebunden, mit einer feinen französischen Widmung versehen. Ich habe 2 Taler fürs Übersetzen bezahlt. Doch sein Honorar bekam er nicht, oder? Nein. Irgendetwas muss dem Markgrafen daran gehindert haben. Offenbar war es so. Auch die Musen in Preußen haben ihre militärischen Abhaltungen. Sie führen ohnehin ja eine Art Strauchritter-Dasein. Deshalb ist er ja auch hier als Hofkapellmeister in Köthen. Und nach der Hochzeit wird alles aufgeholt. Es stimmt schon, dass sie schön singt. Ich glaube, weil Vater sie irgendwann heiratet. Du und ich mag sie. Natürlich, dir nimmt sie auch die Hausarbeit an. Du, ich hab sie wirklich gern. Mag sein, weil du dann den Haushalt loswirst. Aber meine Musikstunden werden kürzer. Und was Vater sonst mir erzählt hat, bespricht er jetzt alles mit ihr.
Und welchen Spaß haben wir heute? Also nach dem Lever das Déjeuner. Und danach eine Stunde Schlittschuh auf dem Teich im Michelner Holz. Oh ja, ja. Später das Diner und ein, zwei Stunden werde ich wohl mit dem Regieren zubringen Gewährt, mein hoher Fürst. Und abends? Tja, abends ein Konzert mit unserer Hofkapelle. Wir erwarten viele Gäste aus Zerbst, Dessau und auch den Grafen Dornburg. Und dann das halbe Schloss Musikau. Freust du dich nicht? Wenn es nur fein fidel wird.
verstehe. Halt! Kehrt euch! Seine Durchlaucht werden nicht erscheinen, für heute jedenfalls nicht. Danke, Monsieur. Weißt du, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe? In Zeitz. Du hast auf der Orgel geübt, ganz früh. Ich bin an der Kirche vorbeigekommen und hab's gehört und musste reingehen. Es war niemand da, ich war ganz allein. Und du hast gespielt. Und das war... Warum ist das Konzert ausgefallen? Heute? Gestern? Und es wird morgen auch wieder ausfallen. Die Fürstin liebt keine Musik. Sie ist eifersüchtig auf dich und deine Musik. Und der Fürst liebt die Fürstin. Und die Frau macht den Mann.
Das ist lustig, was? Die Köthener Armee exerziert. Kammermusik wird nicht mehr gebraucht. Der Fürst hat keine Zeit. Er entlässt meine Musiker. Du hast recht. Hier sind keine Ohren mehr. Ein Herr Lizentist Weise wünscht Herrn Hofkapellmeister, seine Aufwartung machen zu dürfen. Aus Leipzig. Aus Leipzig? Sie sind Hilfsgeistlicher an der Kirche zu St. Thomas. Und ich soll mich dort als Schulkantor bewerben, ja? Und ich bin definitiv davon unterrichtet, dass der hochmögende Rat einen solchen Schritt ihrerseits mit äußerstem Wohlwollen überprüfen würde. Warum macht mir dann der hochmögende Rat kein förmliches Angebot? Die Stadt Leipzig, Herr Hofkapellmeister, ist einer der bedeutendsten deutschen Handelsplätze. Neben Hamburg allenfalls. Der hochmögende Rat einer derart bedeutenden Stadt wünscht begreiflicherweise, sich die Freiheit der Entscheidung zu wahren. Es gibt andere Bewerber auch, neuerdings. Aha, wer? Der Herr Hofkapellmeister Graupner aus Darmstadt. Sehr gut. Der Herr Hofkapellmeister Fasch aus Zerbst. Sehr gut. Aber der hochmögende Rat möchte unter den Würdigsten entscheiden. Unter die Würdigsten aber gehörte, findet der hochmögende Rat, auch der Herr Hofkapellmeister Bach. Ich bin gebeten worden, das zu bestellen. Die Möglichkeiten des Amtes... Ich kenne das Amt. Ich kann auch meinen Freund Fasch und Zerbst befragen. Ich habe meine Bewerbung zurückgezogen. Dieser Leipziger Rat. Was ist das für eine Art? Sie wollen dein Angebot. Sie wollen deine Verpflichtungen. Ihrerseits keine. Es ist das musikalische Hauptamt. In einer der lebendigsten Städte, weit und breit. Aber wer bist du denn dort? Hier in Zerbst bin ich der Hofkapellmeister Johann Friedrich Fasch und Respektsperson. Dort rangierst du an dritter Stelle im Lehrerkollegium einer Lateinschule, die alles andere als einen guten Ruf hat. Einen schlechten Ruf hat sie, um es genau zu sagen. Aber man hat die Leitung der Musik in St. Thomas, in St. Nikolai und in der Universitätskirche. Gewiss. Nachdem dir die Schüler beim Cicero lange genug auf der Nase herumgetanzt, darfst du mit ihnen auch ein wenig Musik machen. Und bezahlt wird's auch schlecht. Aber mit den Nebeneinnahmen kann man auf 600 Taler kommen. Vielleicht auf 800. Ja, in einem guten Jahr. Mit kaltem Frühling, schwülem Sommer und nassem Herbst. Wo genügend Leichen und Begräbnisse sind. Und an der ganzen Stelle sind nur 100 Taler Fixum. Alles andere hängt von den Leuten ab. Ob sie heiraten, Kinder kriegen oder gütigst begraben sein wollen. Aber es muss was draus zu machen sein. Wer keine Arbeit hat, schafft sich welche. Ich bin hochfürstlicher Kapellmeister wie du, aber habe lieber einen Herrn, der mäßig viel von Musik versteht, als drei. Den städtischen Rat, ein kirchliches Konsistorium und ein Schulkollegium. Und grün sind sie sich alle drei nicht. Ich will Ihnen auf Weihnachten ein Probestück anbieten. Tu, was du musst. Ich lasse die Finger davon.
gespielt. Nein, das ist meins. Gib her. Nein. Strauß. Es ist da. Ihr habt eine Schwester. In Köthen habe ich ein ganzes Haus. Das hat er ja freilich nicht. Aber die Unterrichtsräume sind ja gleich nebenan. Und dass ich Lateinstunden geben soll? Och, das bisschen Latein ist doch nicht weiter schlimm, Monsieur Bach. Schließlich kann er es machen, wie der alte Kuhnauer auch, sich vertreten lassen. Ja? Herr Rektor, Herr Rektor, der Hoffmann liegt auf dem Bett. Herr Rektor, und hat einen ganz roten Kopf. Halt die Hände still, wenn du mit mir sprichst. Es wird Fieber sein. Sag der Küchenfrau, sie soll einen Tee machen. Na, Luf! Jawohl, Herr Rektor! Unsere Schüler leider haben fast alle die Krätze. Es ist auch nicht aufzuhalten, weil für jeden ja nicht einmal ein eigenes Bett da ist. Ach so, kein eigenes Bett. Aber das ändert sich ganz von selbst. Wer in Leipzig auf sich hält, nimmt einen Privatlehrer oder schickt seine Söhne auf die Nikolai-Schule. Früher hatte St. Thomas 120 Schüler. Heuer sind es gerade noch 51. Ja, da wird Platz. Und mit 51 Schülern soll ich in 3 Kirchen die Chöre besetzen? Ja, 51 ist durch 3 gut teilbar. 17. Und der eben war heiser. Kinder werden leicht heiser, wenn sie mal im Regen singen müssen. Aber der da, der ist sicher barfuß mit zum Begräbnis gegangen. Obwohl ich es seit 30 Jahren verboten habe. Ach so, der hat keine Schuhe. Ein Paar hat jeder. Der da schont seine nur. Wir sind eine arme Schule, Herr Kantor. Wenn Sie dich jetzt in Leipzig haben wollen, dann nur, weil Ihnen kein anderer bleibt. Du bist Ihr Notnagel und Sie sind dein Notnagel. In Köthen hast du 400 Taler, dazu meine 80 als fürstliche Sängerin, Mietzuschuss und Heizung frei. In Leipzig hast du außer der Musik noch den vielen Lateinunterricht. Gebe ich da ab? Der Korrektor Petzold macht's für 50 Taler. Und an festen Bezügen sind's ganze 100? Ja. Aber da geht ja die Hälfte davon für den Lateinunterricht drauf. Ja. Aber mit 50 Talern haben wir doch kein Auskommen, Bach. $50.
Für 8 Köpfe. Aber dazu kommen noch Aufträge. Hochzeiten, Taufen, Begräbnisse. Die Stadt ist groß. Dann die Studenten. Ich kann Schüler haben. Und Aufträge. Das ist in einer solchen Stadt ganz anders als in einer Residenz. Der Erdmann Neumeister hat es mir genau erklärt. Mattheson und Telemann sind in Hamburg zu Wohlstand gekommen. Warum wir nicht in Leipzig? Herr Friedemann, Philipp, Werner, was lernen die hier? Ich habe das Abitur nie gemacht. Was lernen die Kinder hier in Köthen? In Leipzig hätten sie Lateinschule und Universität. Mir bleibt doch gar keine andere Wahl. Oder soll ich hier in Köthen lebendig begraben sein? Mach's fest. Ich habe hier viel Glück verloren. Und nur eins gefunden. In dir. Anna. Magdalena.